So, ja, das ist, Finde ich nicht. also, Also. ich sehe es jetzt nicht so als Beleidigung oder wenn ich es als Beleidigung sehe oder empfinde, dann ist es nicht so, du bist jetzt was Schlechteres, weil du schwul bist. Es ist halt dann einfach eine Beleidigung wie Arschloch oder du mich auch, weißt du? Aber, also, Ja, klar, aber es haft. du sagst es freilich nicht. Es haftet mit an, dass jemand schlechter ist, weil er schwul Klar, und ist. es kommt auch noch aus einer Zeit, die man sich eigentlich nicht zurückwünschen Nee. würde. Es war ja ziemlich lang sogar gesetzlich verboten. Homosexualität war doch ziemlich lang. Echt? Ich glaube, bis in die 70er Jahre oder so war das noch gesetzlich verboten, oder? Das weiß ich jetzt gar nicht. Oder in die 60er Jahre. Die Todesstrafe gab es auch bis in die 70er. Ich kann sein, dass ich da was durcheinander werfe, wenn Jetzt ihr das. laberst du aber, echt? Ja, doch, Todesstrafe in Bayern gab es noch bis in die 70er Jahre. Krass. Wurde aber nie verhängt. Wurde nie verhängt, aber rein gesetzestextlich gab es die. Aber doch nicht für Homosexualität. Nicht für Homosexualität. Also ich wollte gerade sagen. Aber die halt aus der Nazi-Zeit und war auch noch, wenn ich meine mich zu erinnern, noch danach verboten. Und dann hat man, also so in der Generation von unseren Großeltern, hat man zu den Schwulen nicht Homosexuelle oder Schwule gesagt, sondern 157er oder sowas. Weil das der Paragraph war, nachdem das verboten war. Das ist krass. Und das ist noch nicht mal lang her, ne? Dass du denkst so, alle Leute dürfen so leben, wie sie wollen. Für uns ist das was selbst, also für mich zumindest ist es was Selbstverständliches. Und dann ist es noch gar nicht so lang her, dass es eben halt per Gesetz verboten war. Und dass die sich wirklich dann. Klar gab es die damals auch. Und die haben sich, du kannst es ja auch nicht unterbinden. Du kannst ja Ja, nicht, da, wenn sich zwei Männer lieben, dann kannst du es denen gesetzlich verbieten, ja, nee, das kann aber man sich nicht aussuchen. Ich meine, wie. Die haben sich halt dann Aber meistens da. dann noch mit, was es auch oft gab, war dann so Alibi-Frauen halt, ne? Die hatten da eine Oh ja, Frau, das gibt's ja heute mit noch. der sie ewig lang verheiratet waren und alles, haben sich aber dann eigentlich mit ihrem, ja, mit ihrem Mann halt getroffen und das halt neben der Ehe betrieben. Also, damals kann man sagen, damals galt praktisch die Maxime, es ist alles erlaubt und wir tolerieren alles, wenn es in unseren Augen normal Ja. ist. Und das ist halt schon, also Goll. zu was die Coole da Sache. Leute gezwungen haben, ne? Wenn du dann sagst, du wirst ge von gesellschaftlichem Druck dazu genötigt, eine Ehe mit einer Frau einzugehen. Ich meine, es macht den Mann nicht glücklich und die Frau nicht glücklich. Wenn es beide wissen und sagen, ja, okay, ist halt so, dann okay, ne? Aber ich glaube, wirklich glücklich waren da wenige Leute damit. Und das ist Ja, halt. das denke Das ich ist mir. halt was, was ich mir um Gottes Willen nie im Leben zurückwünschen würde. Das ist halt allein auf die Idee zu kommen halt, ne? Jetzt haben wir die Folgengrenze mit dem Thema überschritten. Wolltest du noch weiter über dieses Thema reden? Weil wir hatten es ja eigentlich schon Nee, abgehandelt. ich bin eigentlich damit durch. Also. Ja, nee, wenn ihr da Fragen dazu habt, wie wir bestimmte Dinge sehen oder so, falls irgendwas offen geblieben ist. Wir hatten damals eine Folge, wie haben wir denn die genannt? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Schwul Fall ist cool, Insta. heißt sie bei mir. Bei mir hieß die irgendwie Tacheles reden oder irgendwie sowas. Bei mir heißt es schwul ist cool. Weil es einfach auch okay ist. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Es ist noch gar nicht so lange her, da sind wir hier frisch in diesem Lager hier angekommen. Und vielleicht vor 15 Folgen oder so, müsst mal Ja, ich gucken. glaube, an die 20 rum Falls war das irgendwo. es noch Fragen gibt, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Wir beantworten euch natürlich gerne alles. Ich würde jetzt ganz gerne mit dem Olli oder mit euch auch über ein anderes Thema reden, nämlich zukünftige Projekte oder Allgemeinprojekte. Wie sieht es denn projektemäßig gerade bei dir aus? Ja, also bei mir gibt es zurzeit oder jetzt schon längere Zeit, wenn ihr das Video seht, auch Samstag- und Sonntag-Videos. Das sind halt Videos, die ich mit dem Baron zusammen mache. Ich bin gerade im Moment eben. Ja, im Moment ist ARK mein einziges Projekt. Ich bin immer am Gucken, was ich noch machen kann. Im Moment reizt mich nichts so arg, sagen wir mal. So arg. Badumts. Was ich jetzt machen würde und ich mache eh lieber so Together-Sachen, weil die Singleplayer-Sachen einfach auch auf meinem Kanal vorher noch nicht so gut angekommen sind eben. Deswegen mache ich das eigentlich ganz gerne immer mit anderen. Es wird bestimmt auch wieder was von mir allein zu sehen geben. Vielleicht auch. Ups, jetzt habe ich den Chat aufgemacht.
Jetzt. Wann und was ist dann halt die Frage. Vielleicht lasse ich mich auch mal hinreißen, was zu machen, klar. Ist halt bei mir immer ein bisschen kompliziert mit Arbeit und Freundin Oh und ja. Schwiegermutchen. Ne? Gerade Schwiegermutchen lässt mich da ja schalten und walten, wie ich möchte, und Freundin ja Gott sei Dank auch. Bei mir gibt es im Moment nur ARK und halt eben die Wochenendprojekte mit dem Baron zusammen. Ja, so sieht es im Moment bei mir aus. Wenn es anders ausschauen sollte mittlerweile, dann korrigiert mich. Oder dann seht ihr es ja selber. Ja, das wäre es quasi zu meinen Projekten. Ich habe noch nichts Ja. ins Auge gefasst, was ich jetzt demnächst spielen werde. Naja, das ist nicht ganz richtig. Allein spielen werde. Ach so, was du alleine spielen musst. Ja gut, richtig. Da muss ich sagen, bei mir, ich bin ja auch so ein ganz... Wir haben hier... Hey, hier ist ein Tweety. Hier ist ein neuer Tweety. Ja? So. Lass mal ins Landesinnere fliegen. Nein, Quatsch. Nee, ich muss jetzt gerade meinen Tweety noch zähmen. Ja, bei mir ist es so, dass ich so ein kleines bisschen auch weggehe von diesen Solo-Projekten. Nicht ganz, aber zumindest von einer bestimmten Art Solo-Projekt, nämlich die epischen 300 Spielstunden Solo-Projekte im Stile von Witcher 3 oder so. Oh ja. Das bringt nichts. Also Olli hat es von Anfang an gesagt, das ist nichts für ein Let's Play. Ich habe es trotzdem gemacht, weil es damals hat es glaube ich schon angefangen bei mir oder war es kurz davor. Und ich muss sagen, ja, du, aus solchen Fehlern lernst du aber auch, ne? Also, das ist es halt. Jetzt kommt nämlich bald das nächste Spiel, das... Wo ist mein Pascal? Das nächste Spiel wäre dann jetzt hier, wie heißt es denn, Fallout 4. Und da werde ich vielleicht die ein oder andere Folge bringen, aber es wird kein Let's Play im Stile von Folge an Folge an Folge und nahtlos. Ey, bei Fallout ist die Grafik voll schlecht, Alter. Ey. Das schaut voll scheiße aus. Mach das nett, Alter. Ansonsten läuft bei mir eben wie bei Olli gerade hauptsächlich ARK und eben diverse kleinere Nebenprojekte, die jetzt allerdings in den ganz heißen Sommerwochen gerade so ein bisschen pausieren. Es geht natürlich in 2 Wochen oder 3 Wochen geht es dann natürlich weiter mit Angespielt, mit meinen ganzen Guide-Videos etc. Pipapo. Ist ja klar. Ist gerade nur jetzt ein bisschen Flaute. Vermutlich, wenn ihr dieses Video hier seht, hat es schon wieder angefangen. Also ist es schon wieder hinfällig. Nächstes großes Projekt, was bei mir kommt, ist ab dem 24. September eben FIFA 16 Ultimate Team. Vielleicht bin ich bis dahin, vielleicht mit ganz, ganz viel Glück beim Commander Krieger Padawan Projekt irgendwie in die Endrunde gekommen oder so. Ich hoffe es natürlich. Es wird natürlich sehr viel Konkurrenz geben. Die Chancen sind, denke ich mal, nicht sehr hoch, da wahrscheinlich tausende YouTuber mitmachen. Und ansonsten, danach kommt dann eigentlich vermutlich Star Wars Battlefront, ne? Ja, eindeutig Star Wars Battlefront. Und das wollen wir wieder zusammen als Together machen. Das machen wir auch als Together. Star Wars Battlefront, ich bin ja ein riesengroßer Battlefield-Fan. Hab damals mit Battlefield 3 so richtig angefangen und das 4er bestimmt über 400 Stunden gespielt. Wenn ich mich gerade komisch anhöre, dann liegt das an der Zigarette in meinem Mund, die ich noch nicht angemacht habe. Scheiße, er tut nur so. Nee, ich rauche gern. Punkt. Mehr brauche ich dazu gar nicht sagen. Da können wir nächste Folge drauf eingehen. Mhm. Ja, ich bin ein riesengroßer Battlefield-Fan und es sind ja auch dieselben Entwickler. Es kommt ja auch wieder von DICE. Nicht von den Machern von Battlefield Hardline, was ja für viele Fans eine Enttäuschung war. Das war ja dann Visceral Games, die Dead Space gemacht haben. Nein, DICE arbeitet an einem Battlefront-Teil. Battlefield-Schlachten im Stil des Star Wars-Universums mit Jedi-Kräften und allen möglichen Fahrzeugen. Und für mich als riesengroßer Star Wars-Fan ist das natürlich dann schon mal echt der Hammer. Weil ich habe das Battlefront 1 und 2 gesuchtet ohne Ende damals auf der Xbox. Und das waren wirklich super Spiele. Du konntest da in die Flugzeuge einsteigen, X-Wing und den TIE Fighter und alles Mögliche. Und es war so cool einfach, es hat so Spaß gemacht. Und die Maps waren halt auch so gut, weil sie halt eben von dieser Star Wars-Welt so gut inspiriert sind, dass es halt quasi ein Hit werden musste einfach. Und da nähert sich jetzt ein neuer Teil eben. Battlefront heißt ja nicht Battlefront 3, sondern einfach nur Battlefront. Und das... Haben die bestimmt alle noch nicht mitgekriegt. Ja, bestimmt einige nicht, ne?
Also es kann, du, wenn du, wenn es ein Spiel gibt, was Star Wars Battlefront heißt, und dann gibt es ein Spiel, das heißt Star Wars Battlefront 2, und dann kommt Jahre später ein Spiel, das heißt Star Wars Battlefront, dann weiß ich nicht, ob das allen so klar ist halt. Das fand ich auch ziemlich verwirrend, muss ich ehrlich sagen. Ja, es ist halt dieser Gedanke von wegen, es soll halt ein Serien-Reboot werden. Das machen die doch zurzeit alle so, bei Tomb Raider auch so. Mhm. Du hast da irgendwie Tomb Raider Underworld und dann kommt plötzlich Tomb Raider. Ja, das ist. Also, wirklich kreativ ist es natürlich nicht, sowas, so eine Namenswahl dann, aber gut, mir geht's da eher ums Spiel. Und da sitzen wirklich fähige Leute dahinter, die das machen. DICE kann man, also EA und DICE, da kann man drüber sagen, was man will. Battlefield 4 hat mir halt super getaugt und Battlefield Hardline auch. By the way, einer der wenigen, dem es getaugt hat, weil ich ja dieses, ja, Cops und Gangster, ich bin ja ein alter Gangster, ne? Müssen wir mal ein bisschen weiter ausholen, ne? Ich bin ja ein alter Gangster und mir gefällt natürlich so Verfolgungsjagden mit der Polizei, mit aus dem Auto schießen und so, das mache ich ja jeden Mittwoch. Deswegen finde ich es halt auch ganz cool, wenn ich das dann auch Samstag und Sonntag machen kann, eben auf dem PC, da kann ich mir ein paar Skills antrainieren, ne? Deswegen hat mir das auch getaugt. Nee, also Star Wars Battlefront, da wäre ich auf jeden Fall mit dabei. Das wäre auch eine krasse Nummer, wenn wir das hier zusammen spielen könnten. Obwohl der Grumpy, ja, tatsächlich, obwohl er so ein alter Hase ist, dann trotzdem Lücken in Sachen Star Wars besitzt, ne? Tatsache, mein Freund. Tatsache. Ich habe als Kind irgendwann mal die ersten drei Star Wars Filme gesehen. Also als Kind, da waren eure Eltern noch in der Grundschule, ne, als Grumpy ein Kind war. Genau, da haben die noch Strafarbeiten gemacht, weil sie im Sitznachbarn Gummibärchen geklaut haben. Auf jeden Fall kenne ich, ansonsten kenne ich noch Episode 1. Ich muss sagen, ich finde Star Wars cool. Es hat mich aber nie gehypt, weil ich die Filme auch nicht wirklich kenne. Ich kenne mich nicht wirklich so krass damit aus. Natürlich weiß ich, wer Jabba the Hutt ist. Ich kann auch reden wie Yoda. Also, reden wie Yoda ich kann. Und... Ich kann auch reden wie Yoda. Reden wie Yoda ich kann. Nicht wiederholen, du sollst. Also, Fakt ist, ich muss mir auf jeden Fall die Filme jetzt dann alle nochmal angucken. Was macht er? Und ich, da hinten. Oh, scheiße, bring den ja nicht hierher. Ja, der ist schon tot. Ja, weil sich alle Dinos auf ihn draufgestürzt haben. Ja, der hat mich angegriffen. Ist ein T-Rex? Nee, der T-Rex ist, der war von uns. Ach so, gut. Mich hat so eine Raubkatze angegriffen. Alter, ja, und er hat natürlich mein Dino gekillt, ey. Also ich werde auf jeden Fall mir die Filme reinziehen und dann freue ich mich sehr auf dieses Projekt. Was sicherlich lustig. Ich habe, auch wenn ich jetzt momentan auf meinem Kanal noch keine Shooter gespielt habe, ich bin... ein alter Counter-Strike 1.5. Das ist, damals war das, da schwören heute noch viele Leute drauf, dass das einfach das geilste Counter-Strike ever war. Da waren die Gummistiefel noch aus Holz, mein Freund, als Counter-Strike 1.5. Das ist jetzt wirklich mein Ernst. Als Mod für Half-Life 1 auf den Markt ging, ne? Für viele Leute ist das nach wie vor das geilste Counter-Strike. Ja. Das mit Sicherheit. Und ich wollte nur mal betonen, wie alt du bist, sorry. Das merke ich selber jeden Tag beim Aufstehen. Kurz vor der Aufnahme hatte ich es dann geschafft. Es ist, also ich bin jetzt nicht genrefremd. Ich kann schon Shooter spielen, ich bin nicht der beste Spieler, aber ich denke mal, wenn man, jetzt nicht hier Turnierspieler oder sowas, kein Pro-Gamer. Ja, darum geht es ja auch gar nicht bei uns. Ich denke, um Fun zu haben, reicht es auf jeden Fall. Ich treffe schon ein paar linke und rechte Augen auf die Entfernung, das geht schon. Es gibt auch auf jeden Fall Laune machen. Es gibt auch bei Battlefront, klar ist der Kernpunkt dieser große Multiplayer-Modus, der kompetitive Multiplayer, wo du halt zwei Teams hast, die gegeneinander kämpfen, wie halt auch in Battlefield. Trotzdem wird es bei Battlefront eben auch einen Koop-Modus geben. Oh ja. Zwar kein Story-Koop-Modus, aber so eine, ja, so Challenges halt irgendwie, wo dann schon ein bisschen Story ist. Da bist du halt dann zu zweit unterwegs als Rebellensoldat und verteidigst halt irgendeine Basis oder sowas oder halt einen Absturzpunkt von einer Landungskapsel oder sowas. Und das wäre halt zum Beispiel eine Möglichkeit, wo wir starten könnten, damit sich der alte Herr hier
an die Mechanik gewöhnt und dann können wir ja mal in so ein Match gehen. Das Schöne bei Battlefield ist, es ist ja gar nicht so schlimm, wenn du jetzt nicht so gut so ein guter Shooter-Spieler bist. Es geht ja, du kannst ja auch das kriege ich schon hin. Was weiß ich, du kannst ja auch Missionspunkte halten, du kriegst ja für jeden Dreck da Erfahrungspunkte, das ist es halt dann einfach. Und Geronimo. Was ich damit sagen wollte, ist ganz einfach, auch wenn ich schon lange keine Shooter mehr gespielt habe, zwischendrin spiele ich schon Shooter. Also ich habe zum Beispiel Warframe, sagt dir das was? Ja, das habe ich zum Beispiel, ist jetzt kein reiner Shooter, so wie Counter-Strike oder sowas, aber man spielt schon, ich habe Destiny, habe ich gespielt, ich ab und zu mal eine Runde, wie heißt das nochmal, irgendwas mit Black. Black Ops? Call of Duty Black Ops? Nein, nicht Black Ops. Ach, mir fällt der Name jetzt. Es gibt auch ein Spiel, das heißt einfach nur Black, glaube ich. Nee. Das ist, glaube ich, auch ein Black Shooter. Black ist im Namen drin. Ist auf jeden Fall, spiele ich manchmal hin und wieder auch privat reine Shooter, aber dann halt nie lange. Also ist nicht so, dass ich da stundenlang davor sitze und keine Ahnung. Aber das wird sich dann ja mit Battlefront ändern. Ja, wäre auf jeden Fall cool. Reinschauen werden wir auf jeden Fall. Oh ja. Und wenn es euch dann gefällt, Umfang, dann... Das schauen wir noch. Ja, du, da gucken wir einfach mal. Drei Folgen in der Woche sollten da auf jeden Fall drin sein. Ja, die sind drin, denke ich mal. Vielleicht auch als Wochenendfolge oder so. Auf deinem Kanal dann. Mal gucken. Kriegen wir alle hin. Wieso sind denn das hier? Sag mal, was sagt denn das Zeiteisen? Ja, noch circa 3 Minuten. Noch 3 Minuten. Bringt es jetzt überhaupt was ich hier gemacht habe? Vielleicht, wenn ich hier hingehe. So. Bei mir sagt das Zeiteisen nämlich dringend Klo. Ich war heute ja, kann ich jetzt vielleicht nur mal in 3 Minuten erzählen. Ich war ja heute den ganzen Tag beim Tätowierer. Hab mir ein schönes Tattoo stechen lassen. Beziehungsweise eins weitermachen lassen, ein neues stechen lassen. Das werdet ihr dann bestimmt auch auf meinem Kanal sehen können, demnächst. Oder jetzt könnt ihr es, habt ihr es bestimmt schon gesehen. Weil jetzt ist es ja schon in 3 Wochen eigentlich, oder in 2. Wir mit unserer Vorproduktion. Wir können gar nicht über aktuelle Themen reden in diesem Let's Play. Ja, müssen wir schon mal gucken. Ist dir das schon mal aufgefallen, mein Freund? Ja, das ist halt, weiß nicht, was soll man denn machen? Das ist ein Thema für die nächste Folge. Richtig. Da müssen wir wirklich mal drüber reden. Weil das ist auch ein Thema, was auch die Zuschauer wirklich interessiert, weil ich da wirklich auch schon angesprochen wurde. Weil die Leute teilweise nicht kommentieren. Weil die Themen zu alt sind. Weil es sowieso nicht umgesetzt wird, zeitnah. Ja. Und das ist wirklich so eine Sache. Also da müssen wir mal wirklich drüber reden. Oder es zumindest erklären, warum es so ist. Also von mir aus, dann machen wir jetzt mal unsere Klopause. Zu den Themen, die wir natürlich hier immer wieder besprechen, könnt ihr gerne auf Ollis Kanal und auch auf meinem Kanal in den Kommentaren eure Meinung, Fragen etc. alles ableichen.